ihr gesehen, Herr Pfarrer, ihr werdet euch müssen entscheiden, ob ihr wollt einen Hirt sehen oder einen Jäger. Ich will euch jetzt einmal etwas sagen. Warum gar nicht jagen? Dass wenigstens am Sonntag ein Hasli auf den Tisch kommt oder ein Samtli. Man muss ja nicht die Wände anschauen in diesem Pfarrhaus. Nicht als Hörner, Hauer und Geweih. Vom 4. bis auf zum 12. Wo? Wo hat's da immer den 12er? Zeig dir mir den 12er, Herr Dekan. Der hat ja Flinten weg. Wir sind genau orientiert. Ah, die Denunziation also. Hier! Einer, der nicht mehr hat können zuschauen, wie es der Pfarrer zum Mittag treibt. Mein Hut. Einer aus meiner Gemeinde also. Und auf so etwas hören Sie noch, oder? Synode hat lange genug Geduld gehabt. Heute reden wir Deutsch. Quo usquetandem Catilina abutere patientia nostra. Wir sind gewarnt. Von heute an kein Schuss mehr. Ja, Herr Pfarrer ist der Meinung, ich habe ihn zu leid gewerkt. Wie soll ich ihm beweisen, dass ich mit dem Dekan und der Synode weiß Gott nichts zu tun habe? Das hat er euch zur Last gelegt. Aber das dürft ihr doch nicht auf euch sitzen lassen. Wenn ich Ihrem Vater jetzt könnte beweisen, dass er einen falschen Verdacht hat, was nützt dir das? Ich würde mir doch nur noch halb trauen. Aber das ist doch nicht recht. Man muss sich doch wehren. Was will er? Ich habe ein Anliegen an euch, General. Keine Zeit. Was für ein Anliegen? Braucht ihr nicht einen Weltgeistlichen, Herr General? Ich will fort von hier, in den Krieg. In den Krieg? Er? Ha! Euer Knochengerüst, Freund, ist nicht fest genug gezimmert. Ist er da gewesen? Wer? Der Pfannenstiel. Natürlich. Was hat er wollen? Er wollte ein Mann werden.